Über 1000 Teilnehmer konnten die Veranstalter beim 12. St. Mariner Staffelbewerb der Nordic Walker am vergangenen Samstag verzeichnen. Start und Ziel war der Sportplatz von St. Marein. Auf der etwa 10 Kilometer langen Strecke warteten zahlreiche Hindernisse, aber auch Labestationen auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, es sind 330 Teams offiziell gemeldet. Das heißt 1000 Menschen. Es haben sich schon einige angekündigt, dass sie zuschauen kommen. Gestartet wurde pünktlich um 11 Uhr. Veranstaltet wurde dieser Bewerb von den Gemeinden St. Marein und St. Lorenzen im Mürztal. Und alle Teilnehmer kamen dann gegen 17 Uhr wieder gesund im Ziel an. Aber die Frage aller Fragen war, welches Team war das Beste? Der Beste ist nicht der, der der schnellste ist, sondern der wird der Durchschnitt errechnet. Und der erwartet dann eine Siegerehrung mit verschiedenen Preisen. Es wird eben der Scheck gespendet an den Verein und dann die Party, die M3M-Party. Ausgelassene Stimmung gab es bereits bei der anschließenden Siegerehrung. Und der Reinerlös dieser Veranstaltung kam der Vinzenzgemeinschaft St. Marein und St. Lorenzen zugute. Und das waren immerhin 3000 Euro. Volles Haus gab es danach auch bei der M3M-Party. Und die gut 1000 Menschen wussten, wie man in St. Marein feiert.